Schatz, komm. Ja, wir gehen jetzt ins Zimmer. Lachen, bis der Arzt kommt. Das können von nun an die Patienten der Kinder- und Jugendabteilung des Limburger St. Vinzenz Krankenhauses. Rainer Bormuth, Geschäftsführer der Wiesbadener Clown-Doktoren, freute sich sehr, jetzt auch in Limburg regelmäßig einmal in der Woche gute Laune verbreiten zu dürfen. Und von Seiten der Clown-Doktoren ganz offiziell natürlich ein herzliches Dankeschön an die Mitinitiatoren und vor allem Spender, die sich zusammengetan haben in einem wirklich sehr, sehr spannenden, interessanten Netzwerk, um die Arbeit hier, die Projektarbeit der Clown-Doktoren zu starten in Limburg. Eigentlich war das, eine Verquickung von schönen Zufällen, weil viele Menschen gleichzeitig daran gedacht haben, eben was Gutes zu tun für die Kinder, für kranke Menschen. Vorstandsmitglied der Limburger Kreissparkasse Mario Rohrer hatte zu seinem runden, dem 50. Geburtstag, eine zündende Idee. Und dann war das Thema Clown-Doktoren sehr schnell für mich gefunden. Über meinen Freund Peter Godehard aus Dauborn, wie gesagt, habe ich dann den Kontakt zu Rainer Bormuth gefunden. Und Rainer Bormuth sagt, ja, ich habe auch von der Nassim Schäfer und von Christopher Herzberg Anfragen aus Limburg und Umgebung. Und da habe ich gesagt, ja, dann setzen wir uns zusammen, die kenne ich natürlich auch. Ja. So bildete sich rasch eine Initiative aus den Limburger Unternehmen Fahre Tredici, Herzberg Getränke, Webface Media, dem Domhotel und privaten Unterstützern wie Peter Godehard, Dr. Hans-Dieter Rompel und Bernd Faber, koordiniert von Mario Rohrer. Und so können wir sagen, eigentlich eine tolle Truppe mit ganz unterschiedlichen Branchen, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Aber alles positiv verrückte Menschen, sage ich immer, die Freude haben, anderen Menschen was Gutes zu tun. Hände in den Hüften, das heißt Arbeitsbereitschaft. Das ja. Heißt Rückenschmerzen. Hilfsbereitschaft. Ja. Also er ist, kriegst du auch gleich einen Kittel und machst dann mit. Ja, gerne. Rote ja. Nase habe ich ja schon. Ja, das ist sehr schön. Also das hätte man dann, das hat man glaube ich gar nicht gehört jetzt. Das ist noch besser, die Antwort. Ja. Für alle ist es wichtig, viele weitere Spender zu finden, die dieses Projekt mit kleinen oder großen Spenden unterstützen. Jeder kann dies tun durch eine Überweisung auf das Konto der Stiftung oder durch den Kauf des herausragenden Cafés der Rösterei Fahre Tredici in der Limburger Altstadt. Heute ist der Startschuss für den Clowns Café, eine Aktion, die wir an den Limburger Café angeschlossen haben, für eine gute, nachhaltige Aktion für die Clowns im Limburger Krankenhaus. Hier ist der Limburger Café drinne. Ein Erlös von 2 € pro Kilo geht direkt an dieses Spendenkonto, sodass wir eine nachhaltige Clowns-Aktion finanzieren können oder mitfinanzieren können. Und deswegen freuen wir uns ab heute, findet ihr Limburg Café unter Clowns-Etikett in unserem Regal in der Limburger Kaffeerösterei. Wo kommt der Kaffee nochmal her? Aus Honduras. Das liegt gleich um die Ecke, oder? Ja. Kann man selber haben. Das ist hier ein Vorort. Ah, sehr gut. Das heißt, wir können uns sogar die Kaffeeplantagen angucken. Ja, das liegt Hammer. Richtung Mengerskirchen im Westerwald. Die haben überall so komische Ortsnamen. Irmtraut, Honduras. Rennerrot. Ja. Ja, schön. So. Weißt du, ist ganz einfach. Als Spanier, guck die mal ein bisschen beleidigt. Also. Die mal ein bisschen beleidigt und dann... Und dann sagt er, olé. Ja, die spielerische Betreuung der kleinen Patienten findet stets in enger Abstimmung mit dem medizinischen und pflegerischen Personal statt und soll dem Krankenhausaufenthalt etwas von der Ernsthaftigkeit nehmen. Aber ich habe Nachtdienst gehabt an dem Tag und die Kinder waren hellauf begeistert. Also die waren diejenigen, die noch groß waren, die haben wirklich mir viel davon erzählt und wären sogar noch gerne länger geblieben, eine Woche, damit sie euch wiedersehen. Also ich denke mir mal, wenn die Kinder hier sind und sehen wirklich nur Doktoren, dann ist es ganz schön, wenn ein bisschen Buntes hier reinkommt und ein bisschen Spiel und Spaß. Nicht nur bei den kleinen Patienten, auch beim Personal sind die Clown-Doktoren immer herzlichst willkommen. Ich finde halt, dass man im Alltag auch so ein bisschen...
ja, den Stress vergisst, wenn die hier sind. Und die verbreiten einfach so eine Wärme und so eine Freude. Das finden wir alle echt gut und wir finden es auch gut, dass sie jetzt zu uns kommen. Ja. Mein Eindruck war, die sitzen selber wie die Kinder schon im Schwesterzimmer und sagen, gleich kommt sie, gleich kommt sie. Ja. Ja, also ich glaube, es ist echt ganz, ganz toll hier und eine gute Stimmung liegt hier in der Luft, habe ich so das Gefühl. Das ist wirklich sehr schön. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Viele der kleinen Patienten wissen schon genau, wann die Clown-Doktoren wiederkommen. Aber auch die Eltern warten auf die lustige Visite, nimmt sie doch den Kindern für eine kleine Weile Angst und Schmerzen. Oder spendet auch den Eltern ein wenig Trost und nimmt ihnen etwas von der Last auf ihren Schultern. Überleg mal, was ich machen kann als Clown. Ich kann in ein Zimmer reingehen, wo ein kleines Kind liegt und eine weinende Mama daneben sitzt. Und ich kann da hingehen, kann die Arme ausbreiten und kann die in den Arm nehmen und drücken und die weint sich an meiner Schulter aus. Das ist mir schon oft passiert. Stell dir mal vor, ich gehe da als Privatperson. Ja. Yvonne Groß, Leiterin der Stiftung St. Vinzenz Hospital, ist begeistert von den regelmäßigen Visiten der Clown-Doktoren. Und das ist einfach schön, wenn man da irgendwo den Ängste nehmen kann und sie unterstützen kann und helfen kann, dass sie vielleicht durch das ein oder andere Wehwehchen so ein bisschen besser durchkommen. Und deswegen bin ich da wahnsinnig dankbar, dass es Menschen gibt, die auch daran denken und sich dafür einsetzen. Und so nehmen auch die Clown-Doktoren selbst aus ihren Visiten viel Schönes mit nach Hause und freuen sich über jedes noch so kleine Lächeln, das sie den Kindern auf ihre Wangen zaubern konnten. Je länger ich es gemacht habe, habe ich es immer mehr lieb gewonnen, wirklich. Und es ist einfach alles ein Traum, es sind alles total liebe, tolle Menschen mit ganz viel Herz, die hinter dieser Sache stehen und auch die, die uns unterstützen, egal aus welchen Ecken sie kommen, aus welchen Geschäftsbereichen. Man merkt immer, alle haben eins gemeinsam und das ist das große Herz für diese Sache und das ist, dafür sind wir sehr dankbar.